Hier hast du von mir gelernt, einen Speer zu halten. Mit Zögern bringst du dich nur schneller ins Grab. Du erinnerst dich. Wie glaubst du, habe ich überlebt? Wir mussten dir den Speer in der Nacht aus den Armen reißen. Du wolltest mit ihm die Monster in deinen Träumen bekämpfen. Man tritt nicht unbewaffnet gegen Kerberos an. Sie reißen die Kinder in Stücke. Wir müssen helfen. Alexios, warte. Du darfst nicht eingreifen. Das ist Spartas Übungsgelände. Ich hoffe, du hast recht. Um ihretwillen. Die Agoge macht aus kleinen Jungs Männer. Dein Eingreifen würde sie nur schwächen. Und Sparta auch. Es nützt Sparta nichts, wenn wir sie sterben lassen. Es nützt auch nichts, wenn sie zu schwach sind, um einen Wolf zu töten. Komm. Gehen wir heim. Der will mich jetzt anpissen, dass ich ihm geholfen habe. Ich wollte nur die Felle haben. Vater? Ich bin hier. Mir ist kalt. Der Fluss, der dich trägt, wird sehr warm sein. Tut mir leid, dass ich geschrien habe. Ich war wütend. Es lag nicht an dir. Du musst dich nicht entschuldigen. Er starb ehrenvoll. Sein Tod war völlig unnötig. Was hast du hier zu suchen? Ich kam zufällig vorbei, als ich den Angriff der Wölfe sah. Doch sie sind angehende Spartiaten, also griff ich nicht ein. Er lügt. Er hat die Wölfe erlegt. Er wollte den Ruhm für sich. Du hast spartanisches Gesetz gebrochen und gelogen. Selbst dieser tote Junge hat mehr Ehre als du. Geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Geht es dir gut? Was ist passiert? Ich konnte nicht einfach tatenlos zusehen. Die Agoge macht aus Jungs Männer und aus Soldaten Spartiaten. Durch dein Eingreifen hast du sie nur geschwächt. Was nützen sie Sparta, wenn sie tot sind? Alexios, bitte. Das ist nicht Kephallenia, Naxos oder ein anderer Ort. Es ist Sparta. Und wer spartanische Gesetze bricht, der stirbt. Glaub mir, Martha. Ich weiß genau, was passiert, wenn man spartanische Gesetze bricht. Komm, gehen wir heim. Diese Ausbildung ist grausam. Nicht grausam, effizient. Die besten dieser Jungs schließen sich der Kryptier an, werden zu Hütern des Friedens und zu Wächtern in der Nacht. Wächter in der Nacht? Einer der Gründe, warum Sparta sich nie ändert. Es gibt Regeln, strikte Regeln. Spartiaten beherrschen Lakonien, doch die meisten Einwohner sind Heloten. Versklavte Bauern, die schwere Arbeit verrichten. Sklaven? Warum rebellieren sie nicht? Spartas Felder ernähren sie und Spartas Krieger beschützen sie. Erst vor den Persern und jetzt vor den Athenern. Und wenn sie aufbegehren, stellt die Kryptier den Frieden wieder her. Verstehe. Die meisten bringen große Opfer für Behaglichkeit. Die meisten, nicht alle. Sparta, 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 nur eine Attrappe. Ach, halt die Fresse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier nach Sparta zurückkehre. Es wirkt so friedlich, obwohl sonst überall der Krieg tobt. Und anscheinend haben Spartiaten viel Zeit, um Statuen zu bauen. Mein Gott, rennt meine Mutter immer hin und her. Die muss mich bekommen haben mit 12.
Das war der erste und letzte Ort, an dem ich mich je sicher gefühlt habe. Sobald du alt genug warst, ein Speer zu halten, hast du von früh bis spät auf diesem Hof geübt. Nikolaos war nur schwer zufriedenzustellen. Er verbarg seinen Stolz vor dir. Doch er sagte jede Nacht zu mir, er wird Sparta Ehre machen. So sehr ich ihn für seine Taten auch hasse, ohne seine Lektion wäre ich nicht der, der ich heute bin. Mein Herz brach an diesem Tag. Doch zum ersten Mal seit langem stehe ich hier mit dir und glaube, dass es wieder verheilen kann. Ich auch. Weißt du noch, wie du deine Schwester das erste Mal hieltst? Ich hatte Angst, sie zu zerbrechen. Ich stapelte alle Kissen und Decken, die ich fand, um mich herum. Und du hieltst sie so fest, dass ich dachte, du würdest sie erdrücken. Sie wurde stärker, als wir dachten. Die Götter müssen mir wohl einen Streich spielen. Schön, dich zu sehen, Brasidas. Es ist lange her, dass ich dich aus dem brennenden Lagerhaus in Korinth gerettet habe. Das habe ich anders in Erinnerung. Du siehst gut aus, Brasidas. Die Gerüchte sind wahr. Du lebst! Viele Todgeglaubte atmen immer noch. Als ich von eurer Heimkehr hörte... Wir sind in Sparta, aber noch nicht zu Hause. Wir wollen unser Haus zurück, Brasidas. Euer Heim wurde nach Nikolaos' Verschwinden von Sparta konfisziert. Sie warten darauf, dass sein Adoptivsohn es einfordert. Aber er ist noch nicht aus dem Krieg zurück. Stentor? Ich wusste, ich hätte ihn am Strand töten sollen. Wie können wir es zurückbekommen? Ihr müsst mit den Königen über euer Bürgerrecht verhandeln. Das wird nicht leicht. Warum nicht? So froh ich auch bin, euch zu sehen, die Könige sind das nicht. Besonders Archidamos. Euer Abgang aus Sparta war nicht besonders... elegant. Du meinst, weil ich ihm die Nase gebrochen habe? Du hast was? Vergessen hat er es jedenfalls nicht. Aber ich habe eine Idee, wie er vergeben könnte. Sag's uns. Spartanische Soldaten liefern Waffen an Heloten. Wer diese Verräter beseitigt, verdient sich Respekt. Warum bei Hades sollten Spartiaten Heloten helfen? Es gibt weit mehr Heloten als spartanische Bürger. Doch sie sind ohne Anführer. Es sind Erntehelfer, Diener und Lehrlinge. Wenn sie jemand vereinen, bewaffnen und ausbilden würde, wären sie eine echte Gefahr für Sparta. Aber du sagtest, es waren Spartiaten, die sie bewaffnet haben. Noch ein Grund mehr, uns schnell darum zu kümmern. Finde heraus, wofür die Heloten bewaffnet werden. Dann hast du die Aufmerksamkeit des Königs. Aber wahrscheinlich für einen Putsch. Wo finde ich diese Spartiaten? Sie wurden zuletzt im Marmorsteinbruch von Gorani in den Wäldern am Eurotas gesehen. Also suche ich die Soldaten. Und was dann? Spartiaten sind ihrem Befehlshaber treu ergeben. Schalte ihn aus, dann zerstreut sich der Rest. Und die Waffen? Vernichte sie. Die Heloten haben genug Unheil mit Schaufeln und Sicheln angerichtet. Das Letzte, was Sparta braucht, ist, dass sie Schwerter tragen. Also, um unser Haus zurückzubekommen, muss ich den spartanischen Befehlshaber ausschalten, der eine sinnlose Rebellion anstiften will. Klingt nicht allzu schwer. Triff mich im Thronsaal, wenn du fertig bist. Wo wirst du sein? Hier habe ich dich großgezogen und hier zog Leonidas mich groß. Ich werde sein Grab besuchen, gleich hinter dem Anwesen. Auch du solltest ihm Respekt zollen, bevor du losziehst. Werde ich. Vielleicht. Die Einschüchterer einschüchtern. Erstmal das Blut abwaschen von den vielen Kämpfen, die ich machen musste, um Ruhm und Ehre zu erlangen, die mir aber nicht angerechnet werden in Sparta. Allein, dass ich auf wie vielen Schlachten ich schon gekämpft habe. Großvater war ein wahrer Held. Vielleicht errichtet man mir irgendwann auch eine Statue.
Mach keine Dummheiten! Hey, hast du von dem neuen... Eine kleine. Leonidas. Er war Spartas letzter wahrer Held. Wir alle würden jetzt unter dem Joch der Perser leben, wenn er nicht gewesen wäre. Dasselbe Blut fließt durch deine Adern. Also haben wir königliches Blut. Du bist so viel mehr als nur ein Söldner. In dir fließt das Blut von Helden, mächtiges Blut. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Dass manche diese Macht für sich beanspruchen wollen. Und du hast versprochen? Dass ich es nicht zulasse. Erhebe deinen Speer. Das ganze Gerede über die Pythia. Die Pythia. Mir ist egal, was sie sagt. Genug! Wir haben genug von deinen Frechheiten. Sparta zieht nicht in den Krieg. Die Pythia hat gesprochen. Die Pythia sagt nur, was ihr ihr einflüstert. Sie ist schon viel zu lange eure Marionette. Es ist an der Zeit, die Fäden zu zertrennen. Oh, Leonidas. Die Zeit der Helden ist vorüber. Glaubst du, dein Blut macht dich besonders? Wenn wir deine Adern öffnen, ergießt es sich über den Boden und verschwindet in den Fugen. Du bist ein Niemand. Ich lade euch ein, es zu versuchen. Dein Schicksal ist besiegelt, Sohn des Löwen. Xerxes wird uns einen. Er bringt Ordnung in das Chaos. Trotze der Pythia und alle, die du liebst, und alles, wofür du stehst, wird untergehen. Sammel die Männer! Mein König? Wenn Xerxes Sparta will, muss er an mir vorbei. Unglaublich! Und, kannst du es jetzt verstehen? Was soll ich tun? Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wenn wir den Kult nicht aufhalten, bevor es zu spät ist, war alles, wofür Leonidas kämpfte und starb, umsonst. Unser Blut erhob sich gegen jene, die uns versklaven wollten. Es muss sich wieder erheben. Sieh mal einer an. Mutter und Sohn, endlich wieder in Sparta vereint. Und seht euch an, ein Gott und eine Göttin unter Sterblichen. König Pausanias, welche Ehre. Ich war bestürzt, als ich von eurem Vater erfuhr. Ja, unsere Väter wären stolz, uns hier heute zu sehen. Ihr erinnert euch an Alexios, mein König? Wer tut das nicht? Der Junge, der starb, um seine Schwester zu retten. Welch eine Tragödie. Ein unschuldiges Kind, zu Tode verurteilt durch ein altes, erbarmungsloses Gesetz. Alt und erbarmungslos? Sparta lebt und stirbt nach diesen Gesetzen. Doch ihr kommt mir progressiver vor. Und du kommst mir vor, als hättest du mit den Athenern verkehrt. Ich war auf ein oder zwei Symposien. Wie auch immer, dein Verlust hat Sparta geschwächt. Euer beider Verlust. Zwei Gründe mehr, warum sich diese Gesetze ändern müssen. Ah, ich stimme zu. Aber König Archidamos, könnte er allen Einwohnern das Gesetz in die Brust ritzen, er würde es tun. Die Gesetze Spartas haben meine Familie zerstört. Wegen dieser Gesetze musste ich in der Gosse leben. Wir sind nur hier, weil er das Gesetz ignoriert hat. Das hat er, und es kostete ihn den Kopf. Doch wir sind nicht hier, um über die Toten zu reden, oder? Wir wissen, dass Sparta unser Haus konfisziert hat, nachdem was meinem Vater in Megaras zugestoßen ist. Wir wollen es zurück. Hüte deine Zunge, Kind. Auch wenn du lange nicht mehr in Sparta lebst, bin ich immer noch dein König. Wir bitten höflichst um eine Audienz bei euch und König Archidamos. Wegen der Wiedereinbürgerung und der Rückgabe unseres Hauses. Natürlich. Nichts wäre mir lieber. Archidamos hingegen hat dir noch nicht verziehen, was mit seiner Nase passiert ist. Wie könnten wir ihn umstimmen?
Es gibt Gerüchte über einen Helotenaufstand und die Kryptia gießt Öl ins Feuer. Sie ermorden Heloten, stehlen ihr Vieh und lassen Leichen auf offener Straße verwesen. Die Kryptia steht für die größten Erfolge von Spartas militärischer Ausbildung. Durch ihre Disziplin und Furchtlosigkeit ist Sparta in aller Welt gefürchtet. Früher. Die heutige Kryptia ist korrupt und blutrünstig. Knaben auszubilden, um Bauern zu töten, erfüllt mich nicht gerade mit Stolz. Du willst doch dein Haus zurück, oder? Gut. Zeig den Heloten, dass wir das sinnlose Abschlachten ihres Volkes nicht länger unterstützen. Und wo finde ich die Angehörigen der Kryptier? Einen findest du in der Festung auf der Landspitze von Zarax. Ein anderer bewacht das Haus eines Anführers. Der dritte ist schwerer zu finden. Er wurde in einem der Dörfer westlich der Helos-Hügel gesehen. Er ist definitiv der lauteste der drei. Meine Mutter sprach von der Kryptier. Was könnt ihr mir über sie sagen? Sie sind die Verborgenen. Handverlesen in jungen Jahren. Sie werden isoliert und ausgehungert, müssen stehlen und töten, um zu überleben. Wenn sie die Ausbildung überstehen, werden sie die Leibwache des Königs. Und warum soll ich sie töten? Früher sorgte die Kryptia für Frieden zwischen Heloten und Spartanern. Aufwiegler und Unruhestifter unter den Heloten wurden ruhig gestellt. Doch zuletzt hat die Kryptia Männer, Frauen und Kinder ohne Grund und ohne Gnade ermordet. Kinder wurden den Müttern entrissen und an die Wölfe verfüttert. Die Kryptia ist eine Brutstätte für grausame Wilde geworden. Übrigens wurde jetzt gerade im Chat gesagt, im Film hatten sie weniger an. Das hat damit zu tun, dass der Film 300 nicht auf der Geschichte basiert, sondern auf den Comic 300, der auf der Geschichte basiert. Also du hast einen Zwischenschritt der Erzählung. Deshalb sieht das ja auch alles so überzeichnet aus da drin. Weil es halt eigentlich eine Comic-Verfilmung ist und keine dokumentarische Verfilmung, sag ich mal. Gibt es etwas, das ich über König Archidamos wissen sollte? Traditionell, brutal, langweilig. Archidamos sind alte Werte wichtiger als das Wohlergehen seines Volkes. Er stand auf Seiten der Ältesten an jenem Tag im Taygetos-Gebirge. Wenn wir dadurch unser Haus zurückbekommen, werde ich es tun. Was sonst? Du gehörst nicht zu meinen Soldaten. Ich hoffe, du hast einen guten Grund, hier zu sein. Wir Spartaner halten zusammen. Deshalb bin ich hier. Ja, spartanisches Blut ist, was zählt. Dieser Sieg wird dir sicher Ruhm einbringen. Das ist der Lohn für Geschick und Mühen. Der spartanische Weg. Vom Sklaven zum Feldherrn, der im Blut dieses Krieges badet, während unsere Anführer sich mästen und herausputzen. Die Polemarchen glauben, das wird ein einfacher Sieg. Ich beende diesen Krieg zu meinen Gunsten. Hast du eine Strategie? Die Polemarchen der Athener sind gelähmt und unentschlossen. Sie dienen zu vielen Herren. Deshalb reagieren sie so langsam. Und da kommst du ins Spiel. Töte die Polemarchen. Ich brauche freie Bahn für meine Truppen. Das werde ich tun. Die Befehlshaber sind schon so gut wie tot. Bring mir ihre Athener-Siegel als Beweis. Du wirst für deine Mühen belohnt werden. Wir haben doch vergleichbar schon dasselbe mal gemacht. Polemarchen töten halt für die Athener. Wenn Archidamos an alte Werte glaubt, wird es dann nicht zu Konflikten mit Pausanias führen, wenn ich seine Kryptia töte? Ach, manchmal vermisse ich Kephallenia. Da war das Leben einfach, auch wenn Markus ein Vollidiot ist. Mal mir den Schnellreisepunkt holen, bevor ich jetzt weiter hier rumrenne in Sparta. Da muss man auch wieder sagen, eine sehr schöne
der schöne Stadt. Wo ist der Synchronisationspunkt denn genau? Ah, da oben. Er war jetzt gerade im Chat neues Jahr. Spartaner sind natürlich schwer gepanzerte Hobliteneinheiten gewesen. Aber trotzdem war der Film 300 schon eine ziemlich coole Sache. Als dann der Flottenfilm rauskam, fand ich nicht so dolle. Wo es um die Schlacht der Athena oder der spartanischen Flotte oder was auch immer dann ging. Ich glaube, ich bin dabei sogar eingeschlafen. Aber es ist halt einfach ein Actiongewitter gewesen. Es hat jetzt nichts mit der mit dem wahrscheinlich wahren Ablauf zu tun, obwohl selbst der wahre Ablauf, ich glaube, das Schlachtfeld selbst ist nicht nachgetragen worden oder so, oder gibt's nicht oder was auch immer. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Wissen geht halt verloren. Kannst am Ende nicht sagen, ob das jetzt alles auch ein bisschen übertrieben ist vom Geschichtsschreiber oder was auch immer. Wie soll ich denn hier geheim reinkommen? Ach, warum habt ihr denn keine Luftlöcher im Tempel? Sind auch noch Level 36 annähern, lassen wir es mal eben. Na toll. Das sieht dann einen Haufen Spaß aus. Obwohl, das ging ja doch ganz gut. Jetzt!
Ich wollte nur Krimskrams holen. Es geht los! Jetzt hab ich ihn! Er benutzt Pfeil und Bogen wie ein Mädchen. Danke, Kamera, für nichts. Moment. Wovor der Typ mich jetzt nervt? Müssen wir der Kopfgeldjäger, der von irgendwo hier kommt. Einfach verschwunden, er hat die Treppe genommen. Damit kann ich nicht arbeiten. Wie oft soll ich noch Y drücken dafür? Fliege ist mir gerade ins Gesicht geflogen. Weg! Danke. Toll, und das alles für so ein dämliches Krummschwert. Na, wenigstens kriege ich noch ein bisschen EP für das Haus des Anführers. Der nächste ist wirklich da ganz oben.